Ein Glas heißer Ingwertee soll bei Erkältungskrankheiten die Symptome lindern. Aber auch bei vielen anderen Beschwerden gilt Ingwer als wahres Wundermittel. Und so wurde dieses Knollengewächs ganz hochoffiziell zur Heilpflanze des Jahres 2018 gekürt. Wird da wieder einmal etwas grundlos gehypt? Oder was ist wirklich dran an der heilenden Wirkung? Das wollen wir von der Ernährungswissenschaftlerin Jasmin Schumacher wissen. Der Ingwer hat verschiedene Wirkungen im Menschen. Zunächst haben sich Experten angeguckt, wie Ingwer auf den Magen-Darm-Trakt, auf den Gastrointestinaltrakt wirkt. Ingwer hat eine antiemetische Wirkung, das heißt, Ingwer wirkt gegen Übelkeit. Da gibt es auch Studien dazu und zukünftige Forschungsfelder könnten da sein, zum Beispiel Reiseübelkeit und Schwangerschaftsübelkeit. Eine andere Sache ist die entzündungshemmende Wirkung des Ingwers. Diese Wirkung geht zurück auf den Hauptinhaltsstoff Gingerol. Das ist im Prinzip ein ätherisches Öl. Und ja, die entzündungshemmende Wirkung wurde hier auch wieder in Studien verglichen mit Ibuprofen bei Arthrose zum Beispiel. Und die Wirkung war in etwa die gleiche, allerdings natürlich bei Ingwer ohne die Nebenwirkung. Eine dritte Sache, die im Moment untersucht wird vom Uniklinikum Freiburg, das ist eine Studie an Diabetes Typ 2 Patienten, wo man eben genau auch mit diesem Inhaltsstoff Gingerol versucht, diese Insulinresistenz im Prinzip wieder ein bisschen zurückzudrehen, rückgängig zu machen. Verwendet wird Ingwer besonders oft in der asiatischen Küche und Länder wie Indien oder China zählen auch zu den Hauptexporteuren dieser exotischen Gewürzpflanze. In der thailändischen Küche allerdings wird neben Ingwer häufig auch Galgant eingesetzt. Galgant oder auch Thai-Ingwer genannt, gehört zwar ebenfalls zu den Ingwergewächsen, ist aber etwas milder im Geschmack und hat einen eher gemüseähnlichen Charakter. Also den Ingwer kann man eigentlich fast überall einsetzen. Ich habe sogar schon mal gehört, dass es eine Eisdiele geben soll, die Ingwer-Eis herstellt. Ist ja auch gar nicht so weit hergeholt, die Mischung zwischen scharf und süß. Ne? Es gibt ja auch Ingwer-Schokolade. Der wird in vielen Speisen, asiatischen Speisen vor allen Dingen auch eingesetzt. Es ist nur eins wichtig, wenn man damit kocht, dass man den Ingwer eben erst relativ zum Schluss in die Speise dann zugibt, weil natürlich die Pflanzen, also die Öle in dem Ingwer, die eben auch die Schärfe ausmachen, die sind und das Aroma ausmachen, die sind flüchtig. Das heißt, wenn ich den lange mitkoche, den Ingwer, dann wird der an Geschmack verlieren. Ja. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel als Tee. Ja. Da gießt man ja im Prinzip nur heißes Wasser auf den Ingwer auf und erhält dann im Prinzip so den Sud als Tee. Und der ist sehr wohlschmeckend und den genehmige ich mir jetzt. Der kräftig aromatische Geschmack von Ingwer und die gesundheitsfördernde Wirkung haben sich inzwischen auch bei uns herumgesprochen. Und Ingwer ist längst auch auf den Wochenmärkten zu haben. Viele Leute fragen ihn doch sehr nach. Gerade in der Erkältungszeit wird er sehr stark nachgefragt, weil er ja gut gegen Erkältung ist. Viel wird auch nachgefragt, muss ich sagen, in der Urlaubszeit, weil er ja auch gegen Übelkeit hilft, gegen Seekrankheit. Da wird er gut nachgefragt. Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass es mit den Jahren wirklich viel mehr geworden ist. So 7, 8 Jahre vielleicht. Ingwer, also doch zu Recht Heilpflanze des Jahres 2018 und kein unbegründeter Hype um nichts, sondern tatsächlich ein Gewächs mit gesundheitsförderndem Potenzial und das nicht nur in Zubereitung als Tee, sondern auch als köstliche, schmackhafte Ergänzung auf unserem Speiseteller.